Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Ich würde ganz gerne noch einmal bitte machen, wenn wir 36 nochmals beginnen können. Parsifal ist schon für mich das impressionistischste Stück von Wagner und deswegen kann man unglaublich viel an Farben und Abschattierungen arbeiten. Er löst sich ja schon ein bisschen ab vom klassischen Musikdrama, seinem Musikdrama, wo es wirklich nur reines Theater ist. Und das geht natürlich schon auf eine metaphysischere Ebene, auch wo sich der Klang verselbstständigt, wo der Text jetzt nicht nur mehr so im Vordergrund steht wie nach dem Ringen zuvor, sondern es auch vergeistigt wird, das Ganze. Spät im Saal wahrscheinlich. Ja, werden wir eh sehen. Bitte letztes Mal noch mal. Ich hätte eigentlich ganz gerne auch noch Tutti 2 vor 60 eine dynamische Änderung, wenn wir dort Fortepiano Crescendo machen können. Die Inszenierung ist natürlich schon sehr, sehr klar festgelegt. Ja? Und es trifft dich sehr gut, dass ich ein sehr großer Fan bin von dieser Inszenierung. Das hilft natürlich schon sehr. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt in einen Rahmen eingegliedert werde. So und so muss das sein. Da gibt es natürlich ein paar Absprachen, die man treffen muss. Aber gleichzeitig haben wir den Vorteil hier, dass der Regisseur auch bei der vierten Wiederaufnahme dabei ist, wo man auch über Sachen diskutieren kann und besprechen kann. Natürlich interessiert es mich sehr zu gucken, auch wie diese Welt, die wir ja eigentlich schon fertig szenisch gestaltet haben und inszeniert haben, letztendlich jetzt dann durch die Musik zum Leben erweckt wird. Und das ist ja auch für ihn auch etwas, was er auch mit dem jeweiligen Orchester im Moment des Probens auch erst erfährt, was da wirklich funktioniert.